Was geht ab, meine Z-Fighter, unsere hier. Und heute werden wir ein letztes Mal versuchen, Broly zu ziehen. Wenn ihr das erste Thumbnail, das ihr in den Stream gesehen habt zu Broly, das war ja aus 6500 Kristallen, hatten wir nur ein Sparking Unit. Das Banner selbst geht, indem ich das aufnehme, in 19 Stunden offline. Ich weiß nicht, weil ich das Ganze hochladen werde. Deswegen wundert euch nicht, an dem Tag, an dem es anseht, wird es wahrscheinlich schon offline sein. Aber ihr seht, ich habe auch zwar nur 1300 Kristalle. Ich werde dennoch versuchen, hier erstmal ein paar Singsam rauszuhauen. Falls diese 1300 Kristalle nicht ausreichen, werde ich noch weitere erfahren. Denn es kamen ja über die letzten Tage weitere Kapitel hinzu und so weiter und so fort. Da kann ich mir noch ein paar Kristalle holen. Und wenn nicht, müssen wir ein bisschen in die Tasche greifen. Aber was ich auf jeden Fall erstmal versuchen will, ich fange erstmal mit den Dailies an bei allen Bannern, ist, wir werden auf jeden Fall noch ein letztes Mal versuchen, Broly zu pullen, denn wir wissen nicht, ob er wiederkommen wird. Ich denke schon, früher oder später wird er wiederkommen, aber ob er direkt im nächsten Banner sein wird oder wann er kommen wird, wissen wir halt nicht. Ich will auf jeden Fall noch versuchen, vor allem wegen dem Chef, den wir bekommen haben, ja, vor allem wegen dem Chef, den wir da bekommen haben, aus den 6500 Kristallen, will ich auf jeden Fall noch den Dude Broly. Deswegen versuchen wir es auf jeden Fall heute noch mit den Kristallen, die mir zur Verfügung stehen. Und genau, wie gesagt, falls sie nicht ausreichen, werden wir dann noch ein paar weitere uns holen. Genau. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, beziehungsweise wenn euch die Idee dahinter oder wenn euch das Ganze gefällt, das Summon hier, Dragon Ball Legends Summon, wenn ihr im Dragon Ball Legends Summon Hype seid, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr Namek mehr sehen wollt, leider kein Super Saiyan. Aber das ist der Freezer-Banner. Dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. So, aber jetzt weg mit dem. Unentschieden. Sah nach einem Unentschieden aus. Okay, Extreme Unit ist auf jeden Fall mit. Also ist ein Single, ja. Daily Single ist auf jeden Fall ein Extreme Unit mit dabei. Und. An der Stelle. Okay. Piccolo. Nehme ich mit. Let's go. Aber jetzt. Weg mit den Daily Summons, beziehungsweise haben wir noch eins bei Broly. Aber jetzt rüber zum Broly-Banner. Rüber zum Brokkoli-Banner. Wir haben ja 13 Charaktere, die wir uns holen können, mit dem Daily-Discount. Wenn der Roter Broly ist, GG, dann haben wir unser Ziel erreicht. Wenn nicht, werden wir noch ein bisschen mehr sammeln. Jetzt die Frage, für was ihr euch halt freut. Aber ich werde erstmal versuchen, hier ein, zwei paar Singsam rauszuhauen, dann hauen wir Multi wahrscheinlich noch raus. Es sei denn, er droppt halt schon zuvor. Aber nach dem Chef habe ich eigentlich keinerlei Hoffnung mehr, zu sein. Was denkt ihr? Naja, wir fangen auf jeden Fall an hier mit einem Hero wahrscheinlich. Yes. Guldo. GG. By the way, könnt ihr euch auch zusätzlich zu Free-to-Play, hallo Bibo, zu Free-to-Play Goku, Sparking Goku, auch Free-to-Play Sparking Ginyu holen. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken. Ihr könnt den neuesten Sparking Ginyu, der in dem neuesten Banner ist, auch Free-to-Play holen durch die Kampagne. Da müsst ihr lediglich 10 Missionen aus der neuen Missionskampagne machen zum Bootcamp von der Ginyu Force. Finde ich cool an der Stelle. Aber, was denkt ihr? Ziehen wir Broly? Hashtag 1 Singlesum. Ich setze gerade auf die Singlesum auf jeden Fall. Und bin auf jeden Fall auf die Animation gespannt. Jetzt aber auch in Dokument neue Animationen haben. Ich find's übertrieben geil. Natürlich müssen die danach ziehen, beide Games, aber ich finde ich gut, dass sie da ein bisschen Konkurrenzkampf sitzen, auch wenn es beide Publisher die ähnlichen sind. Finde ich trotzdem gut, dass sie quasi sich selbst hier ein bisschen pushen. Weil Legends, total PvP, Dokkan PvE, Dokkan kennen wir alle und. Wir machen gerade beide Spiele, um echt zu sein, Spaß. Ja, Dokkan ist natürlich Main, wird nirgendwo hingehen und so weiter und so fort. Aber Legends ist am Kommen. Ich sag's mal so, Legends hat auf jeden Fall Potenzial. Die Sache ist aber, die Legends ist halt wirklich nur rein PvP. Wenn ihr kein PvP spielt, dann spielt man auch kein Legends. Momentan spiele ich noch wenig PvP. Ich bin dabei, meine Teams auszubauen, die Charaktere auf Level 1000 zu bringen und so weiter und so fort. Geh, ciao, so, ja, aus den Singlesum. Und ja, ich bereite mich eben auf die PvP-Kämpfe vor und habt auf jeden Fall noch Bock und Lust, gegen euch PvP zu kämpfen. Ja, okay, wir haben jetzt schon ein paar Singsam rausgehauen und irgendwie klappt hier gar nichts. Ich glaube, danach muss man Multi raus. Ja, Singsam GG, da läuft legit nichts. Ich denke, danach hauen wir auf jeden Fall Multisam raus, beziehungsweise können wir noch einen raushauen. Und wenn dann nicht Broly kommt, dann werde ich noch ein bisschen erfarmen und ein bisschen gucken, wie viel ich aus den Erfahrten bekomme in den 19 Stunden noch. Und das werde ich dann quasi ranhängen. Also, ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Aber wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen summonen. Es sei denn. Broly droppt jetzt. Ich habe irgendwie Angst, auf den Button zu klicken, weil ich weiß, dass sie geschärftet werden. Ein Spark-Nun wäre natürlich geil. Egal welcher.
Wir machen es einfach. Wir müssen es machen. Wir haben ja keine Wahl. Komm schon. Mindestens ein Spot. Ich will nicht mal. Ich will geile Animationen. Darum geht's mir. Ich will geile Animationen. Ich finde die Animationen im Game auch richtig geil. Und das ist keine geile Animation. Das ist legit schon wieder ein Shaft. Ich sehe es kommen. Ja, danke. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch nicht dein Ernst. Okay, unentschieden, aber. Ist doch legit bitte nicht dein Ernst, ey. Ich will einfach geile Animationen. Ich verstehe es nicht. Damit ich hoffen kann. Wenn ich so eine Animation kriege, dann ist meine Hoffnung gleich null. Die ist arme im Keller ist die. GG. Ja, ciao, so Mittelfinger. Ja, was ist Mittelfinger? Zeigefinger. Zeig auf uns. Ich bin der Loser. Wir wurden geschäftet. GG. Ich habe irgendwie Angst, auf den Button zu klicken, weil ich weiß, dass sie geschäftet werden. Hallo Kristalle. Das ist natürlich dann wieder die 2000 Kristalle sein, Mulissa, machen wir hier noch auf jeden Fall. Ey, das kann doch nicht echt sein, bitte. Ich will nicht wieder ohne ein Sparken-Unit raus. Okay, das sind schon mal sehr viele Pots. Ich habe so lange keine Super Saiyan-Animation mehr bekommen. So lange ist es her. Keiner weiß. Diese Animation ist auch wieder überhaupt nicht gehypt, finde ich. Ja, ich bin wieder unentschieden. Wow. GG. Hinter mir fliegt Bibor, so eine fette Chimera-Ameise. Die Hunter-Zuschauer wissen da Bescheid. Oder Liebhaber. Hör auf, mich zu schäften. Das ist jetzt unser zweiter Multisam. Mehr als 20 Charaktere. Wieder kein Spark Unit, wie es aussieht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guldo the Troll einfach auf 4 Stern. 5 Stern Chaozu. Da seht ihr nicht. Was? Nein! Was soll das? Wartet mal, ich muss noch ganz. 10 Kristalle, wow. Ich dachte, das wären vielleicht 100, da könnten wir jetzt Singsam raushauen. Ey, bitte, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Letzte Multisam. Wieder kein Sparken Unit. Wir haben schon 2 Multisam hinter uns. Was ist mit dem Broly-Banner los? Ein Pot wieder, oh mein Gott, ich heul nachts. Oh mein Gott, ich heul nachts ohne Spaß. Ich verliere auch noch. Oh mein Gott, der Shaft ist real. The Bates. Shit! Wieder Paikorn! Oh mein Gott, wieder Paikorn einfach! Im letzten Stream war es auch Paikorn. Beziehungsweise in dem letzten Sum von Broly. Ich bin mit dem Broly-Banner überhaupt nicht zufrieden. Ich habe da nur 2 Sparken-Units bekommen, aus fast 10.000 Kristallen. Immerhin habe ich jetzt 5 Sterne Paikorn, oder? Was soll ich sagen? Ach du Heiliger! Naja, Freunde, was soll ich sagen? Broly, nee, Broly hat wahrscheinlich keinen Bock auf uns. Ich wollte natürlich noch ein letztes Mal reingehen in den Broly-Banner. Gott sei Dank habe ich noch irgendwie ein Sparking-Unit bekommen. Irgendwie, Gott sei Dank, wirklich war es noch. Also, besser als ohne Sparking-Unit. Aber wir haben die 3 Multisam gehabt mit nur einem Sparking-Unit. Ja, Broly sollte es wahrscheinlich nicht sein. Hoffentlich kommt in der Zukunft. Was soll's, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe dennoch hat das Ganze gefallen, der ganze Shaft. Hat wehgetan auf jeden Fall, also gerade die ganze Zeit auf Legends Geschäft zu werden, tut schon gut. Natürlich nicht. Aber anyways, ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend trotzdem dennoch gefallen. Hoffentlich hattet ihr Spaß an dem Ganzen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und ich hoffe, ihr hattet mehr Glück als ich. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.